Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wie ihr seht, ich bin am Flughafen. Meine große Reise geht los. Und zwar geht es für mich nach Las Vegas zur Sima Motor Show. Ich bin extrem aufgeregt, mega happy. Es ist das zweite Mal, dass ich da bin. Vor 2 Jahren war ich das letzte Mal da. Da war es aber eher so, da bin ich ja ganz kurz darüber geflogen. Gibt es ja auch ein YouTube-Video zu. Und jetzt, ja, große Überraschung. Ich fliege alleine komplett, aber treffe mich da mit Jean-Pierre und ich glaube 15 weiteren Wahnsinnigen aus seiner Firma. Also es wird eine Riesennummer. Ich weiß auch nicht, ob es 1 oder 2 Videos werden. Ich bin mal gespannt, will euch auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ich freue mich, bin total aufgeregt und jetzt geht es das erste Mal nach Vegas für mich ganz alleine. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Vegas angekommen. Ausweiskontrolle hat relativ zügig geklappt. Der Flug war auch sehr entspannt. Ja, jetzt muss ich auch meine Koffer suchen. Und dann geht's zum Hotel und dann treffe ich hoffentlich gleich mal die anderen. Ich freue mich. Alter Schwede, jetzt bin ich aber echt platt. Ne? Ich bin irgendwie, ich glaube, wann war ich heute Morgen los? Ich glaube, 8 Uhr, 7 Uhr oder sowas. Und jetzt haben wir mittlerweile, also laut meiner Uhr seit 20.36 Uhr plus 9 Stunden. Ich glaube, irgendwie 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens. Ja, aber es lohnt sich. Welcome to Vegas. Genau jetzt, meine Freunde. Also ich wollte, eigentlich war der Plan, dass ich gestern noch ein bisschen Action mache, aber gestern waren wir alle sowas von vollkommen durch. Gestern war, du auch, ne? Also bei dir war gestern, alter Schwede, ja, da ging nichts mehr. Heute waren wir lecker frühstücken, auf seinen Nacken. Schön. Was? Ich sag, heute waren wir frühstücken auf deinen Nacken. Auf meinen Nacken. Auf deinen Nacken und morgen auf meinen Nacken. Genau, ich muss die große Nummer noch machen. Und jetzt geht's zum Schießen. Also wir haben einen vollen Tagesplan heute. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde, ne, Shoppen, schießen, shoppen, das ist das. Essen und dann eine Runde noch heute, weiß ich, ins Casino oder sowas. Ich freue mich, wir nehmen euch auf jeden Fall eine Runde mit. Ich denke auch, dass wir, glaube ich, 3 Videos draus machen. Das heißt, einmal heute das, eventuell sogar 2 Sima-Videos. Wir gucken mal, wie viel da zu sehen ist. Ich habe auch schon gesehen, dass Old New JP auch eine fette 996 gebaut hat. Quasi genau das, was wir machen. Da freue ich mich riesig drauf, das Ding live zu sehen. Ich mal gucken, was der für Felgen gebaut hat. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich bin ein bisschen außer Atem gerade. Guck mal, die sind, was die Idioten da hinten machen. Vor allen Dingen ist es auch echt lustig. Richtig eigentlich drauf alle, ne? Doch, ich hab die alle drauf. Guck mal. Vor allem, was geil ist, mit so vielen Leuten das zu organisieren, das ist komplett crazy, oder? Also mit 12, wie viel sind wir jetzt? 16 Mann, ne? Mit 16 Mann zu organisieren. Gestern Nacht waren wir ja schon wieder 22. Alter Schwede. Das war echt funny. So, Freunde, wir sehen uns gleich beim Schießen. Also wir sind jetzt hier gerade, wie heißt der Bums hier? 702 The Range. The Shooting Range. Ja, ich glaube jetzt gleich wird hier mal ein bisschen rumgeballert. Das habe ich noch nie gemacht. Bin mal gespannt. Ich zeige euch das jetzt immer ein bisschen. Das ist echt crazy, oder? Überleg mal, das ist hier die Gewerkaufe. Echt crazy, ne? Mega lustig. Aber guck mal, du hast immer so eine Scheiße. Mega lustig. So sieht's aus. Bin mal gespannt. Gleich geht's los, Freunde. Okay, ich zeig euch jetzt mal, was man sich aussuchen kann. Also man hat hier, das heißt Shooting Range. Was schießt du denn jetzt? Ich schieß AK-47. Was ist das? Was ist die Welt? Hallo Welt. Mal, wie wir aus? Warte. Cool aus. Kann ich den Leuten jetzt mal bitte erklären, was hier geht? Was denn? Machst du ein Video? Ja, warte. Ich steh kurz. So, also wir können hier zwischen, ich glaube, wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 12, irgendwie 20, 25 verschiedene. 4, 6, 8, 10, 12, 14. So viele, wie 14. Leute sind. Genau, und auf der anderen Seite auch noch, kann man auswählen und sich jetzt entscheiden, was man schießen möchte. Ich habe mich jetzt für die AK-47 entschieden. Das ist das allererste Mal, dass ich das mache. Und ja, ich finde, man muss das mal ausprobiert haben, wenn man einmal hier ist. Wo hat man sonst die Möglichkeit, sowas überhaupt zu machen?
Jetzt geht's zur Anmeldung. Wir mussten uns einmal komplett registrieren. Also registrieren heißt hier einmal Name rein, Unterschrift und das war's. Mehr wollen die gar nicht von einem wissen. Und dann geht's hier vorne in den Bereich rein. Ich glaube, uns wird gleich noch ein bisschen was erzählt, was hier so geht. Und dann, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich nehme euch gleich auf jeden Fall mit rein. Geht's hier mit den Waffen rein. Let's go! Was man jetzt schon mal direkt sagen kann, das ist fassbar laut, Leute. Und wir haben immer noch Türe zwischen uns. Were you guys shooting? Soft? AK. Pardon? Not right this way. Bist du auch Shooter? Extrem heftig. He's dead, yeah? Cool. Der hat kein Schlippi mehr. Nee. Fimmel ist weg. Aber für eine M60 schon nicht schlecht, weil das Ding halt immer so abgeht. Jetzt geht's los mit der AK von ihm. Das ist Boah, Leute.
Leute. Also die Erfahrung ist auf jeden Fall krass. Also ich muss das nicht nochmal machen, definitiv nicht. Das ist mir echt zu heftig. Unvorstellbar, wie Leute, irgendwie, die so vollkommen crazy sind und irgendwelche Leute erschießen. So, ach, das geht ja gar nicht. Das ist ja viel zu krass. Ja, wir fahren jetzt mal weiter. Wir gehen jetzt in die Shopping Mall. Und morgen geht's dann weiter Richtung Sima. Das ist jetzt so mein erstes Mal mit dir, ne? Hier quasi. Das erste Mal. Ich bin 1,70 groß, ne? Jetzt guckt euch das mal an, wie hoch das Ding einfach ist. Das ist unglaublich. Das ist so geil. Das ist ja unvorstellbar bei uns.